Im Videoverlauf steigere ich mich mit den Zuggewichten. Angefangen mit diesen 45 Pfund Osage Orange Recoil Bogen bis zum Einschießen des Warbows mit 95 Pfund auf 29 Zoll Auszug. Dieser Bogen hier ist ein englischer Langbogen aus bestem Eibenholz mit 54 Pfund auf 28 Zoll. Der Bogen, auch ein Engländer, mit 70 Pfund auf 30 Zoll Auszug dann. Mit den dazugehörigen schweren Pfeilen, die wiegen 700 Grain im Schnitt, bei den Osage Orange wiegen sie 450 bis 500 Grain und bei den 54er Eibenholzbogen, da ist das Durchschnittsgewicht dann bei 600 Grain. Also individuell angepasste Pfeile mit verschiedenen Gewichten für die verschiedenen Zugstärken. Um den Bogen geht es dann zum Ende hin des Videos, das ist dann der Warbow mit 95 Pfund auf 29 Zoll. Die Pfeile wiegen da im Schnitt 1000 bis 1050 Grain. Also die schwersten Pfeile, die verschossen werden, haben auch den größten Durchschlag. Den Durchschlag möchte ich dann an einen Test einer Wassermelone verdeutlichen. Und ich schieße dann auf die Distanzen von 30 und 50 Meter und möchte durch die verschiedenen Perspektiven veranschaulichen, wie die Pfeilflugbahn der Bögen so ist.
Jetzt sieht man allerdings dann doch schon den Unterschied bei der Durchschlagskraft der Bögen. Das war jetzt der 45 Pfund Osage Orange Bogen. Hier mit den etwas leichteren Pfeilen. Und da sind sie nicht ganz so tief eingedrungen. Und der Hang hat da auch nichts gebremst. Mit 55 Pfund Eibenbogen. Der Pfeil wurde allerdings hinten nicht gestoppt durch den Hang. Also er wurde nicht gestoppt. Was allerdings bei dem Warbow der Fall war. Hier. Den hat es so doll reingejagt, den Pfeil, dass er so derbe noch in den Hang reingeprallt ist, sodass er hier noch gebrochen ist. Ja, Warbow. Spricht ja auch ganz klar für sich. Der Hang hat hinten bei den unteren Pfeil gestoppt und bei den oberen nicht. Also ich denke mal, das spricht für sich.